Game Freak Presents. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Teil des dritten Gegenstück-Let's Plays von Pokémon die Rubin-Edition. Jawohl, bevor ich das eventuell vergessen sollte, erwähne ich das jetzt natürlich auch sofort am Anfang. Habe ich ja auch bei der Ankündigung gesagt, dass das halt auch Pflicht ist. Und zwar ist das natürlich wieder ein Let's Play, was im Rahmen eines Gegenstück-Let's Plays mit der guten Mai T stattfindet und natürlich auch mit dem Rose Fungus. Und die Mai Let's Played die Saphir-Edition und der Rose Fungus seine Smaragd-Edition, was natürlich zugleich auch seine Lieblingsedition ist. Und ich Let's Play natürlich die Rubin-Edition. Wobei ich jetzt sagen muss, Rose, falls du dir das anhören solltest, die Mai, die hat bei dem Ankündigungsvideo das auch als Comment geschrieben gehabt, sie Let's Played ihre Saphir-Edition dann am liebsten auch normal, so wie ich. Obwohl, so normal Let's Play ich das hier auch wieder nicht, denn ich habe das mit Absicht nicht in der Ankündigung gesagt. Ich werde natürlich zwei Sheets wieder benutzen. Und zwar einmal der Sonnenbonbon und auch der Meisterball-Sheet. Nein, diesmal kein x-beliebiges Pokémon erschienen, denn das ist hier ein bisschen bei der dritten Generation ein bisschen komisch, weil ich habe es zwar versucht, bei der Rubin-Edition ein x-beliebiges Pokémon zu erschienen, aber da kam jedes Mal eine Fehlermeldung und dann habe ich den Sonnenbonbon und den Meisterball-Sheet mal ausprobiert und die funktionierten komischerweise. Dann habe ich das mal nur just for fun mal vor 2 Jahren, da hatte ich noch Schule und da hatte ich auch noch Sommerferien gehabt, da hatte ich das mal ausprobiert gehabt bei der Smaragd-Edition. Und da konnte ich zwar ein x-beliebiges Pokémon erschienen, aber dafür keine Sonnenbonbons und Meisterbälle. Da kam nämlich dieselbe Fehlermeldung als jetzt hier bei der Rubin-Edition, wo ich jetzt normalerweise ein x-beliebiges Pokémon erschienen wollte. Also musste ich mich entscheiden. Wollte ich jetzt eher ein x-beliebiges Pokémon erschienen oder doch vielleicht eher den Sonnenbonbon und den Meisterball-Sheet? Und naja, die Entscheidung war nicht schwer. Ich habe mich natürlich für den Sonnenbonbon und Meisterball-Sheet entschieden. Genau. Und jetzt geht's auch los. Jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Obwohl, ich habe auch noch eine Kleinigkeit vergessen gehabt, bei der Ankündigung noch zu sagen, was eigentlich auch wichtig ist. Ich zu meinem Teil von der Rubin-Edition werde nur die Hauptstory euch zeigen. Also heißt nur bis zur Pokémon-Liga und da kommen ja automatisch anschließend ja erstmal die Ruhmeshalle und dann kommen anschließend ja die Credits und dann werde ich auch offiziell die Rubin-Edition beenden. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also der Rose und die Mai, die können von mir aus, wenn sie wollen, auch die Bonus-Sachen noch zeigen. Also das bleibt denen überlassen, aber wie gesagt, ich zu meinem Teil werde nur bis zur Pokémon-Liga aufnehmen und dann reicht das auch. Und das gleiche werde ich auch bei dem vierten Gegenstück-Let's Play machen, dass ich halt auch nur bis zur Pokémon-Liga aufnehme. Und bei der fünften Generation werde ich es auch machen. Und auch bei der Erweiterung, wobei bei der Erweiterung werde ich
eine Bonussache oder eine, ja, so ein Bonus werde ich euch da noch doch zeigen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Bonus. Nicht alles, aber nur eine Kleinigkeit wollte ich euch da unbedingt zeigen. Aber das dauert sowieso noch lange. Also nach der vierten Generation werde ich an sich erstmal aufhören mit Pokémon. Aber das kommt dann später. Das wollte ich euch noch kurz sagen und jetzt geht's aber wirklich los. Pokémon Rubin Saphir sind ab 25.07.2003 im Handel erhältlich. Schön, dass das Spiel uns das auch nochmal mitteilt. Wenn dir das Spiel gefällt, kaufe es. Heutzutage braucht man das auch nicht verkaufen. Ah, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Toll. Die Taste muss ich drücken. Texttempo 1. Ja, und dann brauche ich noch den Rahmen, genau. Ach, das ist, glaube ich, ein Rahmen aus der zweiten Generation. Nee, der sieht zu krass aus. Nee. Der sieht schön aus. Ja, ich nehme den, glaube ich. Ja, und jetzt sagt unser Spiel nochmal das. Und das Pokémon-Abenteuer beginnt. Ach ja, bevor ich doch auf neues Spiel klicke, doch noch eine Kleinigkeit vergessen. Mann, ey. Und zwar, ich werde während des Let's Plays auch den Spieleberater benutzen. Wegen den Items. Also, ich werde zwischenzeitlich oder auch öfters in der Aufnahme dann so heimlich, aber das könnt ihr ja sowieso nicht sehen, auf den Spieleberater gucken und dann halt auch gucken, wo noch welche Items sind. Aber ich werde jetzt nicht direkt alle holen, also nur auf den jeweiligen Routen, die ich halt auch holen kann. Ne? Nur, dass ihr dann Bescheid wisst. Aber jetzt klicke ich wirklich auf neues Spiel. Jetzt habe ich erstmal genug gelabert. Ach ja, und falls ich mich anders hören sollte, das liegt daran, weil ich jetzt ein neues Headset habe. Genau, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Pokémon-Welt. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon aus so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ich bin natürlich... Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Fein. Und wie heißt du? Ich heiße... Lufia. Moment hier mal. Select muss ich drücken. Okay. Ja, jawohl. Ah, du bist also Lufia. Ach, scheiße. Ja, das fängt schon sehr gut an, finde ich. Jawohl. Jo. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Lufia und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Ah, scheiße, jetzt habe ich es übersprungen. Fuck. Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Alles klar. Oh, okay, das hört sich nach einem LKW an. Yay, geil. Also, die Rubin-Edition ist von meiner Seite aus auch ein Blind-Let's-Play. Also,
Also so blind wird es ja nicht, weil ich ja meinen Spielberater habe, aber trotzdem an sich habe ich vorher noch nie richtig die dritte Generation bis zum bitteren Ende durchgespielt. Deswegen kenne ich es jetzt auch nicht direkt. Und ich weiß jetzt nicht. Nee, noch nicht. Okay. Dann werden die wohl erst gleich erscheinen. Und da wird wohl meine Mutter sein. Jawohl. Lufia, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Naja, kommt auf die Reise an, wie lang die war. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Lufia. Lass uns hineingehen. Yay, ich habe mein eigenes Zimmer. Das trifft sich doch schon mal gut. Yeah, Maschox. Siehst du, Lufia? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Oh, warum können auch nicht in Wirklichkeit Pokémon existieren? Dann würde ich mir auch sogar Machomais mir besorgen, die mir ein bisschen helfen. Naja, ist egal. Das ist doch so etwas von praktisch, so. Lufia, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Tati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Alles klar. Oh Gott, ich muss mich erstmal hier ein bisschen wieder dran gewöhnen. Mich dran gewöhnen. Na, schock. Okay, also grafikmäßig sieht es aber auch wirklich gut aus für den Anfang. Wusste ich doch. Ausschalten. Jawohl. Ja. Ja, also ich habe vor der Aufnahme schon die Sheets aktiviert. Schauen wir einfach mal. Lufia, Schatz, stell bitte die Uhr in deinem Zimmer ein. Ach ja, stimmt. Sorry, habe ich vergessen. Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Alles klar, wie viel spät haben wir es denn? 5 vor 1. Oh Gott. Geht das nicht ein bisschen schneller? Hoppala, nee, da war ich ein bisschen zu schnell. So. Jupp. Lufia, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Ja, sieht nicht schlecht aus. Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Hab ich schon. Yeah. Und wir haben eine Nintendo GameCube. Geil! Ein Game Boy Advance ist angeschlossen und dient als Controller. Yeah! Geil! Und schauen wir mal ein bisschen fern. Mutti würde dieses Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Ja, okay, lol. Okay. Oh, Lufia! Lufia, schnell! Komm schnell her! Da! Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Yeah, unser Vater ist berühmt. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Alles klar, mache ich. Und ich habe mich auch schon entschieden, welches Starter-Pokémon ich nehmen werde, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Wenn du in das hohe Gras am Seitenrand der Pfade gehst, triffst du auf wilde Pokémon. Ja, das sind so Anfangstutorials. Das ist ja bekannt aus den ersten zwei Generationen.
Warte mal. Mir kommt das ein bisschen... Moment, wie war das jetzt? 3? Ist 3 jetzt langsam oder schnell? Muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. Nee, 1 war langsam, okay. Professor Birk verbringt seine Tage in seinem Labor, dann rennt er plötzlich nach draußen in die Wildnis, um zu forschen. Was auch Professoren eigentlich auch machen bei Pokémon. Wann ist Professor Birk eigentlich mal zu Hause? Ich würde sagen, kaum. Wenn du einen PC benutzt, kannst du dort Items und Pokémon lagern. Die Kraft der Wissenschaft ist atemberaubend. Ja, in der Tat. Okay, schauen wir mal. Professor Birks Pokémon-Labor. Ah ja, dann sind wir hier genau richtig. Yeah. Wie, Professor Birk? Der Professor arbeitet an einer Feldstudie, also ist er nicht hier. Oh, ich erkläre dir, was eine Feldstudie in diesem Falle ist. Man beobachtet und studiert Dinge in ihrem natürlichen Umfeld, in Feldern oder auf Bergen anstatt im Labor. Der Professor ist kein Typ, der am Schreibtisch arbeiten kann. Er muss einfach draußen in der freien Natur die Dinge beobachten und studieren. Naja, ist auch auf der einen Seite auch besser so, finde ich. Dann hockt man nicht immer nur zu Hause, sondern man ist in der freien Natur. Professor Birks Haus. Mal gucken. Na, der wird wohl auch nicht zu Hause sein. Nö. Das wird wohl seine Frau sein. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Lufia, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schießen. Lauf doch mal die Treppe hoch. Yeah, tun wir doch gerne. Und das könnte unsere Rivalin sein. Bei guter Gesundheit. Items. Verstaut. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Lufia. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schießen. Das ist ein schöner Traum. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Lufia, und wir Freunde werden. Lol. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Hihihihi. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Lufia, wir treffen uns später. Alles klar. Gibt's auf deinem PC vielleicht auch noch ein Item? Nein, nicht wirklich. Schade. Okay, dann wollen wir mal. Ja, dann müssen wir doch anscheinend erstmal noch... Okay, der Junge ist jetzt da. Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Jemand muss doch helfen. Ja, das werden wir wohl sein. Hilfe! Oh, war ja. Ein wildes Pokémon. Yeah. Hilfe! Du dort drüben. Bitte, Hilfe! Mein Beutel. Da findest du einen Pokéball. Yeah, okay. Und hier dürfen wir unser Scheiter-Pokémon wählen. Professor Birk ist in Schwierigkeiten. Schnapp dir ein Pokémon und hilf ihm. Also, wir haben die Auswahl zwischen Gagabor. Das wird wohl das Pflanzen-Pokémon sein. Flamely, das Feuerstarter-Pokémon, und Hydropy, das Wasserstarter-Pokémon. Aber ich habe mich entschieden für Flamely. Jawohl. Entschuldigung. Und wir werden gegen Fifien kämpfen. Ja, das kenne ich auch noch aus Pokémon Mystery Dungeon Team Groß. Ich werde mit Absicht erstmal Heule aktivieren. Okay, so hört sich die Startmusik an, also von den wilden Pokémon. Okay, hört sich nicht schlecht an.
So, jetzt muss ich aber auch mal das Pokémon schwächen. Kratzer. Und das war's schon. Sehr schön. Okay. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh. Hi, du bist doch Lufia. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in meinen Pokémon-Labor, okay? Ja, alles klar. Du bist also Lufia. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast. Diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Und wir erhalten Flamely. Natürlich will ich es einen Großnamen, also sprich einen Spitznamen geben. Und zwar als Starter-Pokémon würde ich mal sagen... Achso, es ist ein weibliches. Ja, okay, dann werde ich es Mai taufen. Denn die Mai macht natürlich unter anderem auch mit. Wie gesagt, sie Let's Play dieser 4 Edition. Und der Roasties macht Edition. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs, Maike, studiert an der Route 103 Pokémon. Hast du nicht Lust, Maike dort zu suchen? Ja klar. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Oh Gott. Ich muss richtig lesen können, mein Gott, ey. Ich muss mich aber auch an sich jetzt mal dran gewöhnen, wieder aufzunehmen, weil meine letzte Aufnahme war am 24.12., wo ich das Promotion-Video hochgeladen habe. Seitdem habe ich nichts Neues mehr aufgenommen. Deswegen muss ich mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Alles klar. Ist denn mein Pokémon jetzt geheilt oder nicht? Doch, okay. Ach ja, was ist denn jetzt... Also das ist erstmal neu. An sich. Zwischen den ersten zwei Generationen und jetzt dieser Edition. Oder Generation, dass man direkt das Pokémon auch so als Mini-Bildformat sieht. Und zwar das Original. Und das finde ich auch an sich schon mal sehr gut. Bericht. Ach ja, und das ist auch neu. Die Fähigkeit ist neu. Großbrand. Erhöht Feuerattacken in Not. Heißt, wenn ich, glaube ich, im roten Bereich bin. Und das Wesen an sich ist auch neu. Pfiffig. Lu 5. Und Route 101 gefunden. Okay, ich kenne mich jetzt mit dem Wesen auch nicht so hundertprozentig aus. Da muss ich wirklich ein bisschen passen. Aber passt schon. Kann man von dir noch irgendwas erfahren? Nein, nicht wirklich. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's zur ersten Route. Oder wir schauen doch mal kurz bei meiner Mutter vorbei.